Bald fällt der Startschuss zum 34. Grand Prix von Bern. Was ist so dein persönlicher Highlight? Auf was freust du dich am meisten? Ja, ich freue mich natürlich, wenn ich die Masse sehe, säckeln, das ist klar. Aber ich muss sagen, meine Freude ist erst am Abend, am 7. Abend, wenn die Zeitnehmung geklappt hat, wenn es keine grossen Verletzten gibt. Und dann ist nachher meine Freude, ist so, es ist nicht eine Freude, es ist nachher eher so eine Entspannung, das ist cool. Jetzt, wenn daheim noch Kurzentschlossene sind und finden, hey cool, ich gehe da zuschauen am Grand Prix, hast du irgendeinen Tipp, wo ist es am besten, um die Leute anzuführen? Ich kann es eben nicht so sagen. Ich bin immer selber gelaufen, bevor ich Präsident wurde. Aber das, was man schon noch so gemütlich vorstellt, ist bei einem Beizli an der Strecke, oder? Wenn man ein bisschen am Weilen ist und die anderen laufen schweißüberströmt vorbei und man kann so gemütlich hückeln in der Altstadt. Also das würde ich empfehlen. Wenn wir bei der Strecke sind, ihr habt ja am Donnerstag die Änderung bekannt gegeben beim Dalhölzli. Wie ist das? Habt ihr da Feedback gekriegt? Wir haben sehr viel Feedback gekriegt, durchwegs positiv. Also die Leute finden es super, dass wir schon am Donnerstag entschieden haben. Da kann man sich nachher darauf vorbereiten, das ist wichtig, oder? Da muss man nicht bis am Samstagmorgen das Gefühl haben, ich weiss nicht genau, wo es durchgeht. Das ist sehr positiv gewertet worden. Die Teil haben auch geschrieben, sie werden jetzt immer auf dieser Strecke springen. Sie gehen nicht gerne durch den Wald dort beim Dalhölzli. Aber das schauen wir noch anschauen. Wir sind gestern eine Startnummer ausgegeben, das ist eine riesige Vorfreude zu spüren. Unter den 31'000 Läufern, gibt es da solche, die irgendwie besonders sind oder wo du dich auch speziell darauf freust? Also für mich die besondersten sind die, die alle Grand Prix gemacht haben, 34, das sind Golden Runners. Es sind knapp 70, die das gemacht haben und das finde ich eigentlich schon die kühlsten. Also letztes Jahr habe ich einen getroffen, am Freitag am Abend, der im Rotwein war. Dann habe ich gesagt, laufst du morgen? Dann hat er gesagt, im Festzelt. Ja, natürlich, ich laufe. Dann habe ich gesagt, du saufst da noch Wein. Dann hat er gesagt, weißt du was, ich bin 34 Mal gelaufen. Mir musst du nicht erklären, wie man laufen muss. Das hat mich super gedacht. Dass einer 34 Mal läuft und am Freitagabend noch Wein trinkt, das gefällt mir.